Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Heute zeige ich euch einen wahrlich legendären Schlagabtausch. Eine Partie, auf die ich per Zufall gestoßen bin. Naja, halb Zufall. Vor ein, zwei Monaten habe ich mich bei irgendeinem Turnier auf das Londoner System mit Schwarz vorbereitet und dann bin ich über diese Partie gestolpert. Sie ist aus dem Jahre 2007. Gespielt in der zweiten Bundesliga Süd zwischen Rolf Schlindwein und Sergei Galduns. Jetzt keine Weltklasse-Spieler, aber doch Meisterspieler. Weiß ist ein internationaler Meister und Schwarz ist ein Großmeister aus Armenien, armenischer Abstammung. Ich meine, beide arbeiten als Trainer. Galduns, ich habe mal vor 20 Jahren gegen ihn gespielt, zweimal sogar. Ich glaube, er ist nicht mehr so aktiv, aber er ist als Trainer, wie gesagt, viel unterwegs. Diese Partie 12 Jahre her. Ja, gehen wir direkt rein. Weiß beginnt hier mit D4. D5, Läufer E4, dann was, das Londoner System. Und es ist so, wenn ich mich auf eine bestimmte Variante vorbereite, dann gucke ich natürlich nicht nur in meine Dateien rein, was ich so analysiert habe oder was ich so an Analysen habe, sondern ich gucke auch immer in die Datenbank nach Partien, die eine bestimmte Stellung abbilden, um halt das Gefühl zu stärken für eine bestimmte Variante, spiele ich Varianten durch oder Partien durch. Und als ich diese Partie durchspielte, dachte ich, wow, was ist das denn? Völlig verrücktes Ding, muss ich unbedingt mal auf meinem Kanal zeigen. Ihr werdet sehen, was ich meine, also bleibt dran, es lohnt sich. Also die Partie ist gespickt voller taktischer Wendungen und überraschender Motive. Läufer F4, Springer F6, E3, soweit alles gut, G6, eine der vielen Möglichkeiten mit Schwarz hier fortzusetzen. Eine weitere wäre zum Beispiel auch E6 und dann Läufer D6 spielen. Gut, G6 mit der Idee, den Läufer zu fianchettieren. Springer F3, Läufer G7, H3. Weiß baut sich hier klassisch London-mäßig auf. Über die Öffnung will ich gar nicht so viele Worte verlieren. Das ist alles Theorie hier noch. Beide Seiten haben ihre Figuren entwickelt. Gut, Schwarz hat die Entwicklung noch nicht vollständig beendet, weil der Springer noch auf B8 steht. Allerdings steht hier auch der weiße König auf E1. Und wir werden sehen, der weiße König wird auch gar nicht ruchieren. Springer C6. So, Schwarz hat jetzt mehr oder weniger fast alles entwickelt. König in Sicherheit gebracht. Normal wäre jetzt aus weißer Sicht hier zu ruchieren. Und dann würde aber Schwarz hier auch überhaupt keine Probleme haben in dieser Stellung hier. Und würde dann im Zentrum mit E5 loslegen, früher oder später. Sehr ausgeglichen. Weiß spielte hier viel aggressiver und ging jetzt mit H4 vor. Er möchte H5 spielen und am Königsflügel angreifen. Der Spaß beginnt. Springer D7. Typischer Zug. Schwarz möchte den starken Springer auf E5 loswerden und deswegen attackiert er ihn gleich zum dritten Mal, sodass jetzt Weiß abtauschen muss. Ganz wichtig jetzt hier, H5 wäre etwas verfrüht, weil das würde E5 nach sich ziehen und Weiß hätte wunderschön ein wunderschönes Zentrum und ja, super Gegenspiel dort und steht schon besser hier. Weiß versucht erstmal mit dem Springer das Feld E5 ein bisschen besser zu kontrollieren, aber trotzdem, Schwarz kann hier E5 spielen, das ist ein typischer Gegenstoß im Zentrum. Man beachte, der König steht hier in der Mitte, es macht den Sinn, die Stellung im Zentrum zu öffnen, zumal Weiß den Mehrbauern gar nicht halten kann. Er nahm jetzt hier mit dem D-Bauern raus, wenn er mit dem Springer genommen hätte, dann wäre diese Variante erfolgt. Und hier Dame E7 mit Angriff auf diesen Bauern. Wenn Weiß den jetzt hier so umständlich deckt mit F4, dann kommt einfach F6 und wir sehen, Weiß kann auf F6 nicht wirklich nehmen, weil Dame schlicht E3 folgen würde und hier steht Schwarz schon mit dem Rücken zur Wand, weil er viel zu viele schwache Bauern hat und unterentwickelt ist. In dieser Stellung nahm Weiß mit dem D-Bauern raus. Es folgte Dame E7 und wir sehen, dass Schwarz seinen Bauern wiederbekommen wird. Die Frage ist nur, wie. Am besten wäre jetzt gewesen H5 direkt weiter, den Plan fortsetzen, aber hier steht Schwarz völlig in Ordnung. Stattdessen spielte Weiß aber E6. Das ist ein bisschen fragwürdig, weil das verliert Zeit. Fe6 und öffnet auch die F-Linie für die schwarzen Schwerfiguren. Wir werden sehen, dass das von Bedeutung ist. Die Idee war jetzt mit H5 weiter anzugreifen. Und die Verteidigung des schwarzen Königs ein bisschen zu lockern. E5 natürlich, Angriff auf den Läufer. Läufer G5 greift die Dame an.
Hier hätte jetzt Schwarz einfach die Dame wegziehen sollen. Dame E6 mit der Idee E4. Wir sehen, dieses schwarze Bauernzentrum ist enorm. Und HG6, Dame G6 einfach. Das sieht nicht gut aus für Weiß hier, finde ich. Gut. Stattdessen spielt der Läufer F6. Und das nahm jetzt Weiß zum Anlass loszulegen. Läufer F6 war eine Ungenauigkeit. Der Läufer ist angegriffen, zweimal. Aber Weiß muss diesen Läufer nicht unbedingt wegziehen. Er kann auf G6 nehmen erstmal. Und jetzt folgt der zweite Fehler von Schwarz. Er hätte nehmen sollen erstmal auf G6. Und auf Läufer H6 einfach Läufer G7. Und hier steht Schwarz immer noch gut. Hat den Angriff mehr oder weniger gut unter Kontrolle von Weiß und hat immer dieses starke Bauernzentrum, auf das er sich verlassen kann. Stattdessen aber war Schwarz gierig und nahm hier Läufer schlicht G5 die Figur raus. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hier steht Weiß auf Gewinn plötzlich. Völlig verrückt. Durch ein ganz überraschendes Motiv, das Weiß aber nicht sah. Das sahen beide nicht. Weiß nahm jetzt mit dem Turm auf H7. Ihr könnt gerne das Video kurz anhalten und überlegen, wie hätte Weiß hier gewinnen können, mit welchem überraschenden Motiv. Ich zeige es natürlich jetzt. Also Weiß nahm mit dem Turm auf H7, das sieht logisch aus, aber das ist nicht der Gewinnzug. Der Gewinnzug lautet hier Läufer B5, eine wunderschöne Ablenkung dieses Läufers, damit man hier mit der Dame auf D5 schlagen kann. Problem ist, der Springer attackiert den hier. Das heißt, wenn die Dame jetzt den Läufer deckt, dann kann man einfach den Läufer nehmen und dann am Ende den Springer. Und steht hier einfach auf Gewinn. Man hat einfach Material mehr. Beziehungsweise hier so ein Riesenangriff, denn die Dame kommt über G4 nach H4 und der Angriff auf der H-Linie ist nicht abzuwehren. Was passiert aber, wenn Schwarz nimmt auf B5, Läufer schlägt B5? Dann schlägt natürlich die Dame auf D5 mit Schach. Und problematisch ist, Schwarz kann nichts dazwischen stellen, weil hier ein Bauer steht und den Turm schlagen würde, wenn der sich dazwischen stellen würde. Stattdessen König A8, aber jetzt verliert Schwarz die Dame hier. Und das ist einfach zu wenig Material für die Dame. Weiß hätte hier Dame plus 2 bis 3 Bauern gegen Turm und Läufer. Ne? Turm, Turm, Springer, Springer. Ne, Turm und 2 Läufer. Aber das ist trotzdem zu wenig. Zumal Weiß hier einige Figuren angreift. Es droht übrigens hier auch sowas wie A4, glaube ich, mit Angriff auf den Läufer. Der Bau ist auch angegriffen. Also sehr, sehr viel ist angegriffen. Es ist komplett verloren. Also hier hätte Weiß aus dem Nichts fast schon mit Läufer B5, mit diesem wunderschönen Ablenkungsmotiv, die Partie gewinnen können plötzlich. Aber er nahm hier raus, auf H7. Hat er nicht gesehen. Dame geht nach F6. Und hier geht immer noch das Ablenkungsmotiv. Läufer B5 ist immer noch ein sehr starker Zug. Und Schwarz muss jetzt diesen Bauern nehmen. Und dann geht es hier so weiter. Turm D8, lange Rochade. Am Ende entsteht eine Stellung, in der Weiß 2 Bauern für einen Springer hat, also leichten materiellen Nachteil. Aber der schwarze König ist total offen, es droht Turm A1. Dame F7 noch viel, viel stärker, sehe ich gerade. Und hier steht Weiß etwas besser. Also Schwarz hat hier eine ganz schwierige Verteidigung. Stattdessen nahm Weiß hier auf G5 raus, den Läufer. Dame schlägt G5. Und jetzt den Turm hier. Die Idee war, wenn Schwarz wieder nimmt, dann kommt Dame D5 Schach. Und es droht matt auf H7, schlagen, lange Rochade. Und hier gibt es einfach 2 riesige Drohungen für Weiß, zumal er materiell auch nicht viel schlechter steht. Das ist total gewonnen. Es droht Turm A1, es droht aber auch Turm D6, ganz stark. Das hat Schwarz jetzt gesehen und nahm den Turm nicht. Stattdessen nahm Schwarz hier auf G2, ein starker Zug. Und plötzlich sieht man, warum es so gefährlich war, die F-Linie zu öffnen. Hier hat Schwarz jetzt enormes Gegenspiel gegen den Bauern F2. Weiß könnte hier noch das Gleichgewicht halten, indem er den Turm einfach dazwischen gezogen hätte. In dieser Stellung, die ist ungefähr ausgeglichen, weil Weiß jetzt plötzlich auch gegen den schwarzen König, was heißt plötzlich, gegen den schwarzen König vorgehen kann. Beide Könige sind, und der eigene König geht jetzt zum Damenflügel. Sprich, aus praktischer Sicht sieht das hier gut aus für Weiß. Aber beide Seiten spielten mit dem offenen Visier in dieser Partie, das muss man sagen. Kümmerten sich fast schon gar nicht um die gegnerischen Drohungen, sondern haben geschaut, dass sie irgendwie den anderen König irgendwie erlegen. Hier kam Turm D6 mit Angriff auf diesen Läufer. Wenn Schwarz jetzt hier cool geblieben wäre, sagen wir mal mit Turm AC8, dann wäre das eine sehr gute Stellung gewesen, weil dann hätte er einfach den Läufer gedeckt und dann F2 geschlagen im nächsten.
beziehungsweise der ist angegriffen und der ist nicht vernünftig zu decken. Man könnte natürlich F3 spielen, aber ich vermute mal, dass sowas wie D4 dann oder E4 einfach extrem stark ist und der weiße König in der Mitte einfach nicht gut genug steht. Gut, aber Schwarz nahm hier raus mit dem Turm und opfert hier einfach mal eine Figur. Mutig. Der nächste Turm kommt, Turm A8, droht stark, Turm F1 Schach, die Dame zu gewinnen. König D2, einziger Zug. Und hier gab es eine Fortsetzung, mit der man das Gleichgewicht hätte halten können mit Schwarz. Man hat ja nur eine Figur weniger mit Schwarz. Das ist eine ganze Menge. Turm schlicht D2 hier, Dame nimmt, Turm F2, Turm E1. Und jetzt spielt man dieses Endspiel hier. Dame gegen zwei Türme, aber die Bauern sind sehr weit vorne und die Dame droht am Damenflügel einzudringen. Und die weißen Türme harmonieren momentan nicht. Also das ist ungefähr ausgeglichen. Der Computer möchte hier sogar C4 sehen und sieht hier schwarzen Vorteil. Das ist aber kein menschlicher Zug, weil man einem nicht klar ist, was der Zug überhaupt soll. Ich vermute mal, es ist wichtig, das Feld D3 zu decken aus irgendeinem Grund, aber aus menschlicher Sicht nicht wirklich am Brett zu finden. Stattdessen spielt er hier Schwarz, Galduns, Turm F3. Ich glaube, ich habe das am Anfang nicht so häufig erwähnt. Also Schlindwein spielt hier mit Weiß und Galduns mit Schwarz. Turm 8 F3 greift diesen Bauern an, aber es droht momentan gar nicht so viel. Turm C8 Schach. König G7, Turm C7 Schach, König schlicht G6. Hier steht Weiß übrigens jetzt auf Gewinn, weil Turm 8 F3 war ein Fehler. Schwarz hätte einfach in dieses Endspiel gehen müssen, Dame gegen zwei Türme. Wenn jetzt der König zurückgeht nach G8, dann folgt Turm F7 ganz stark und Weiß tauscht einen der Türme ab. Und das ist natürlich problematisch, weil Weiß dann zu wenig, Schwarz dann zu wenig Material hat, um die Figur zu kompensieren. Na, er hat ja eine Figur weniger hier. Stattdessen nimmt Schwarz hier diesen Bauern raus. Und es folgte Schach, E4 und Turm E1. Jetzt kommt der Turm plötzlich, der die ganze Zeit nicht mitgespielt hat, rüber und deckt den Läufer. Dame G5, Angriff auf diesen Bauern E3. Und hier hatte Weiß wieder die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. Ihr könnt gerne das Video wieder anhalten und nachdenken. Ich zeige euch den Zug. Es gewinnt hier Dame A4, ganz stark. Die Idee ist, auf E8 Schach zu gehen. Dame schlägt E3 Schach, König D1. Und ich vermute mal, dass Weiß hier nicht durchrechnen konnte, dass er nach Turm schlägt E2 hier gewinnt. Turm schlägt E2 ist sehr logisch, weil nach Turm E2 folgt Turm F1. Und hier gewinnt offensichtlich Schwarz, weil der Turm jetzt hier mit Schach fällt. Und er hat auch zwei Bauern dann mehr. Aber nach, Moment, hier sind wir, nach Turm schlägt E2, kann Weiß plötzlich Selbstmatt setzen. Und zwar Dame E8 Schach. Und der schwarze König kann zwar noch versuchen zu fliehen, aber am Ende wird er erlegt. Und zwar in dieser Variante auf der H-Linie zum Beispiel. Ja? Also Dame A4 wäre jetzt hier ein sehr starker Zug gewesen mit der Idee, den König anzugreifen. Insbesondere über E8. Stattdessen spielte Weiß den ersten vor dem zweiten Zug und spielte König D1. Oder den zweiten vor dem ersten Zug, so muss man sagen. König D1, aber hier ist Schwarz natürlich nicht gezwungen, mit der Dame zu nehmen, sondern er nahm im Turm. Sehr stark. Und wir werden jetzt den Unterschied sehen. Es folgte wieder Dame A4 mit der Idee Dame E8 Schach. Aber hier geht Turm D3 Schach sehr stark. Läufer schlicht D3 geht nicht wegen Dame D2 matt. Also muss der König fliehen. König C2. Aber jetzt kommen hier ein paar Schachs. Dame D2 Schach. Der König muss nach B3. C4 Schach. Der König muss weiterlaufen. Natürlich nicht nach B4 wegen Dame schlicht B2 Schach. Und der König kann nicht fliehen, weil es müsste hier die Dame opfern. Keine gute Idee. Aber nach König A3 gibt es ja wieder einen starken Zug für Schwarz, der ihn am Leben hält. Und zwar Turm schlicht C3, der einzige Zug. Und das ist jetzt wieder ausgeglichen. Weiß hätte nehmen können, aber dann ist es Dauerschach. Und schaut mal wie. Das ist wirklich ein lustiges Dauerschach. Hier sieht es so aus, als ob Schwarz gewinnen würde, weil Weiß die Dame dazwischen stellen muss. Dame B3. Aber der Bauer ist gefesselt. Kann nicht die Dame schlagen, weil der weiße Turm würde die schwarze Dame schlagen. Aber es gibt Dame A5 Schach. Weiß muss jetzt die Dame dazwischen stellen, weil sie hängt. Und wir haben dieses Dauerschach, beziehungsweise Zugwiederholung und dann Remis. Lustiges Remis, ehrlich gesagt. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Es kommt aber noch Dollar. B3. Weiß muss den Bauern dazwischen stellen.
Hier ist die Stellung objektiv ausgeglichen, aber die Spieler waren mit Sicherheit in Zeitnot. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, das alles am Brett überhaupt zu berechnen. Auch für Meisterspieler. Es sind einfach zu viele Varianten, gerade wenn die Könige so offen stehen und die gegnerischen Damen drohen, den König anzugreifen, ist es extrem schwierig. König G5, Schwarz lief weg. Und jetzt folgte ein Fehler von Weiß. Weiß hätte jetzt hier Turm G7 Schach geben müssen. Und hier wird es am Ende auch wieder Dauerschach. König F4, Schach, König E3, Schach. Und der Witz ist, König E4, Turm G4 und König E3. Und das ist auch wieder ein lustiges Dauerschach. Der König kann nicht nach D4 hier an dieser Stelle, wegen Turm D1 und die Dame fällt. Und der König kann auch nicht nach vorne laufen, wegen Dame D7 Schach natürlich. Und dann wird der König peu à peu matt gesetzt. Keine gute Idee. Also, an dieser Stelle wäre Turm G7 gut gewesen. Stattdessen folgte Turm G1 Schach. Greift den König an. Jetzt ist der Läufer aber ungedeckt. Und jetzt kann der König ein bisschen weglaufen. König F4. Und jetzt kam Dame B4. Mit der Idee, Dame F8. Hier noch einen Schach zu geben, hätte, glaube ich, nichts gebracht, wegen König E3 einfach. Und hier steht der König relativ sicher plötzlich. Vor allen Dingen, er greift diesen Läufer an, der jetzt inzwischen ungedeckt ist. Also der schwarze König hätte plötzlich im weißen Lager einen Unterschlupf gefunden. So, es kam Dame B4 hier. Es droht Dame B8. Und hier gab es jetzt tatsächlich für Schwarz einen Weg, die Partie zu gewinnen. Könnt ihr wieder selbst das Video kurz anhalten und nachdenken. Wer kann es verübeln dem Schwarzen, dass er jetzt hier den Läufer geschlagen hat, und zwar mit dem Turm? Das sieht super logisch aus. Aber es gewinnt hier König E3, witzigerweise. Mit Angriff auf diesen Läufer hier. Aber die folgende Variante ist sehr schwierig. Und die ist aber wirklich cool. Turm G3 Schach. König schlägt E2. Dame schlägt C3. Es sieht so aus, als ob Weiß gewonnen hätte, weil er einen Turm mehr hat. Aber es folgt E3. Was für ein Zug. Weil Schwarz hat hier plötzlich riesige Freibauern und er steht auf Gewinn. Was für ein Witz. Wenn jetzt hier Dame schlicht D2 folgt, kommt einfach ED2 und Weiß kann nichts gegen diesen Bauern machen. Er kann natürlich den Bauern noch opfern, den Turm opfern hier. Beziehungsweise, ja, den Turm opfern, aber dann kommt der nächste Bauer angerauscht hier in dieser Variante hier. Und Weiß kann hier nichts dagegen, nichts gegen diesen schwarzen Bauern auf der D-Linie unternehmen. Also eine sehr, sehr coole Variante hier. Hier hätte Schwarz mit König E3 gewinnen können, aber wie gesagt, es ist extrem schwierig, sowas in Zeitnot zu berechnen. Turm E2 stattdessen. Hier hätte Weiß wieder gewinnen können. Also das ist echt eine Achterbahnfahrt hier, vom Allerfeinsten. Dame F8 Schach. Wir sehen, der schwarze König hat kaum Felder. König E3, Turm G3 Schach, König dahin und jetzt Dame H8 Matt. Was für ein schönes Matt. Der schwarze König hat keine Felder. Ne? Wir sehen, der hat keine Felder, wo er hin kann. Auch hier nicht, weil der andere Turm dort steht. Geile Variante. Und wenn der König nach E5 geht, folgt Dame G7 Schach, König E4, Turm F7 Schach, König E3, Turm G3. Matt. Ähnlich. Ne? Die weiße Dame auf dieser Diagonale nimmt alle Felder weg, dieser Turm nimmt diese alle Felder weg und der schwarze König ist matt. Stattdessen kam hier nicht Dame F8, sondern Dame D6 Schach. Eine kleine Nuance schlechter, König E3, Turm G3 Schach. Und jetzt geht der König nach F2. Dort kann er sich verstecken. König D4 übrigens natürlich nicht wegen Dame F6 matt. Das hatten wir schon in ähnlicher Version. König F2 stattdessen. Jetzt ging es weiter mit Turm F7. Problem hier, Schwarz kann einen Turm dazwischen stellen. Das tut er natürlich. Schlag, schlagen. Hier sieht es jetzt so aus, als ob Schwarz gewinnen würde. Er hat zwei Bauern mehr und es droht hier tödlich auch Dame schlägt A2, nebst Dame A5, Matt. Aber es gibt hier dieses Schach. Schach. König F1 ist richtig übel. König Dame A1, zack, zack. Plötzlich ist Schwarz matt. Aber in dieser Stellung läuft der König natürlich nach E3. Und witzigerweise ist hier wieder Dauerschach. Dame E5 Schach. König F2. Er wiederholt erstmal die Züge und läuft jetzt erstmal und läuft jetzt weg. Gut, aber das kostet jetzt diesen schönen Bauern hier. Schach, König C2, Schach, König D1, Schach, Turm E1, alles relativ forciert. Schon aus dem Ausschlussverfahren heraus gab es keine anderen Züge. Schach,
So, der König muss rauslaufen. Natürlich nicht Dame C1, weil das verliert Haus und Hof hier. Entschuldigung, ist Schach. Hier ist ein Schach. Nehmen, nehmen und Turm schlägt hier den König mit Schach. Turm mehr. Also muss der König rauslaufen. Schach. So, er sieht immer noch, als ob Schwarz hier vielleicht auf Gewinn spielen kann, weil er einen Bauern mehr. Aber tatsächlich kommt der schwarze König aus den ganzen Schachs nicht mehr raus. Schach. Problem ist, wenn der schwarze König auf die D-Linie geht, dann fällt dieser Bauer hier. Vor allen Dingen mit Schach. Also muss er auf die F-Linie. Schach. Dame dazwischen. Aber es ist unglaublich. Der schwarze König kommt nicht aus den Schachs heraus. Und am Ende hier verliert er den D5-Bauern mit Schach. Egal, wo er hingeht jetzt, ob er nach F3 geht oder auf die D-Linie. Dieser Bauer fällt jetzt mit Schach. König D3, Schach. Jetzt die Dame dazwischen. BC4, starker Zug. So, Schwarz muss aufpassen. Er darf natürlich nicht die Dame schlagen, weil dann läuft der Bauer hier zur Dame durch. Stattdessen kam König C3, droht jetzt hier zu schlagen, aber das Bauernendspiel ist letztendlich Remis. Unglaublich. Jetzt haben die beiden plötzlich ein Bauernendspiel erreicht, alle Figuren getauscht im Endeffekt. Nach diesem unfassbaren ja, taktischen Schlagabtausch wird es jetzt Remis. Das Bauernendspiel ist Remis. Und am Ende, passt auf, was passiert? König schlägt A4, König schlägt C4. Was haben wir hier? Das Thema meines letzten Videos. Eingeklemmter König. Patt-Alarm. Unglaublich. Die Partie endet mit einem Patt. Weiß kann nicht mehr ziehen. Also, ist unglaublich, als ob jemand das Drehbuch damals für den heutigen Kanal geschrieben hätte. Nee, ungefähr. Ja, was für eine Partie. Wahnsinn. Für mich legendär. Also, so viele taktische Motive, so viel zu rechnen und so viele interessante Situationen, in denen beide mit offenem Visier den gegnerischen König attackiert haben. Letztendlich Remis. Ja, solche Remis würde man gerne häufiger sehen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so ein Remis produziert zu haben. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Ich würde mich wundern, wenn nicht. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf The Big Greek.